Eine der Besonderheiten in Civil War war definitiv der Black Panther. Die Leute kamen aus dem Kino und wollten mehr über diese Figur wissen. Man will den Wow-Effekt, aber er jagt nicht nur einfach Sachen in die Luft. Es geht ihm vor allem um Frieden. Was jetzt passiert, bestimmt das Schicksal der restlichen Welt. Stan Lee und Jack Kirby erschufen den Black Panther in den frühen 60er Jahren. Er gehört seit über 50 Jahren zu den Marvel Comics. Er ist sehr interessant und wird das Publikum überraschen. Ich konnte mir den Black Panther nicht in einer Nebenstraße von New York vorstellen. Ich liebte die Idee von einem Superhelden, der in Afrika lebt. Er muss sich um eine gesamte Nation kümmern. So eine Verantwortung tragen andere Superhelden normalerweise nicht. Er ist zwar das Oberhaupt eines Stammes, aber er ist noch viel mehr als das. Zu sehen, wie sich seine Kräfte entfalten, macht richtig Spaß. Bleib cool. Ich bin immer cool. Ich freue mich schon auf einen afrikanischen König, der stark genug, schnell genug, smart genug ist, um das zu tun, was T'Challa in dem Film machen wird. Er hat etwas ganz Besonderes an sich. Man sieht einen Superhelden in einem anderen Licht, aus einem neuen Blickwinkel. Black Panther.